Hi, hier ist DL2YMR. Herzlich willkommen in meinem Check. Heute zeige ich euch, wie ihr die Software mit den entsprechenden Treiber zum Betrieb von FLDigi mit dem MacBook Air und dem Elecraft KX3 installiert. Teil 2. Um mit FLDigi arbeiten zu können, brauchen wir natürlich erstmal die Software selbst. Am besten gehen wir dazu auf Google und geben FLDigi ein und kommen so auf die Seite von W1HKJ. Dort angekommen finden wir den Link Download Add und hier ist dann auch die Download Page. Mit einem Klick kommen wir dahin und hier sehen wir schon die verschiedenen Versionen. Es gibt hier also FLDigi-Versionen für Linux, für Windows, OS X, Source Codes, Help-Files und so weiter. Für uns wichtig ist OS X DMG, weil wir wollen FLDigi ja auf dem MacBook Air installieren mit Mac OS X 10.8. Also starten wir hier den Download und laden das Programm herunter. Nach dem Download des Programms liegt FLDigi in meinem Download-Ordner. Durch Doppelklick auf die DMG-Datei kann ich das Laufwerk öffnen. FLDigi liegt dann hier vor in der Version 3.21.71. Ich kopiere mir die Datei in meinen Programmordner, was ich schon getan habe, und kann das Programm dann über Spotlight zum Beispiel starten. So, was jetzt passiert ist beim Mac, dass das Programm nicht geöffnet werden kann, weil es nicht von einem verifizierten Entwickler und auch nicht aus dem App Store stammt. Also muss ich erst in meine Systemeinstellungen, ich mache das mal hier weg, unter Sicherheit, gebe dort mein Passwort ein, und kann jetzt sagen, ich will Programme öffnen ohne Einschränkung. So, jetzt werde ich mein FLDigi noch einmal starten. Und jetzt sage ich, okay, du kannst das öffnen. Und voilà, FLDigi ist da und ich möchte eingehende Netzwerkverbindungen erlauben. Okay, was ich jetzt allerdings erstmal wieder mache, ist FLDigi beenden und hier meine Sicherheitseinstellungen wieder auf höher setzen, und zwar auf, dass Programme nur gestartet werden können, die aus dem App Store stammen oder eben von verifizierten Entwicklern. So, jetzt ist FLDigi installiert. Als nächstes richte ich mir am iMac ein entsprechendes Sounddevice ein. Dafür öffne ich das Audio und MIDI Setup. Und hier sehe ich all meine Audio Devices und Mikrofon, also das interne Mikrofon, der interne Ausgang. Und hier sehe ich auch mein iMic. Und ich stelle mir hier ein neues Device. Ich erstelle mir ein Hauptgerät. Und das nenne ich jetzt mal Sound. Karte für Digitalbetrieb. Für diese Soundkarte für Digitalbetrieb aktiviere ich das iMac und kann hier entsprechend die Einstellungen vornehmen. So, das war es in diesem Bereich auch schon. Dann können wir diesen Audio- und MIDI-Setup beenden. Jetzt öffne ich wieder mein FLDigi und kann nun in den Konfigurationen meine Eintragungen machen. Ich habe das hier natürlich schon gemacht. Ich möchte das jetzt auch ungern alles wieder löschen. Die wichtigsten Einstellungen sind, da wird man übrigens beim Installieren des Programms auch durchgeführt, dass man hier einmal den Operator eingibt, also Callsign, Name, QTH, Locator, Antenne und so weiter. Was allerdings sehr wichtig ist, sind die Einstellungen für Rig. Und
Hier gibt es einmal die Einstellungen Hamlib. Das sollte man nehmen. Hier kann man Hamlib aktivieren. Und ich habe hier den Elecraft K3 ausgewählt und habe alles andere hier auf Default gelassen. Mein Device habe ich natürlich hier noch eingestellt. Und zwar war das hier das A501 und so weiter. So, wichtig ist natürlich auch noch das Audio-Device. Und hier sieht man, ist jetzt nichts aktiviert. Und hier kann ich jetzt mein iMic USB-Audiosystem wählen oder die entsprechend von mir angelegte Datei, Soundkarte für Digitalbetrieb. So, das ist Capture. Und wir sehen sofort, als ich das aktiviert habe, dass hier unten schon die ersten Signale reinlaufen. Ich habe den KX3 nämlich schon angeschlossen und dran, wie im vergangenen Film beschrieben. So, jetzt mache ich für Playback auch noch die entsprechende Soundkarte und sage dann hier Save, sodass die Informationen bzw. die Eingaben auch gespeichert sind. Kann das System jetzt wieder schließen und kann hier schon die ersten Signale mitschreiben. Das war Teil 2 mit der Installation der Soundtreiber und der Software. Viel Spaß beim Funken mit FLDG 73 AWDH. Bis nächstes Mal.